machen jetzt den Nachttisch zum Bett. Wir basteln den aus Kupferrohren. Das ist ein Gestell, das habe ich schon mal vorgebaut. Dann seht ihr, wie es dann fertig aussehen soll. Ihr braucht dazu Kupferrohre natürlich. Ich habe die hier in zwei verschiedenen Längen. Einmal die längeren in 30 cm, das sind diese hier. Davon braucht ihr 5 Stück. Und zwei kleine, das ist genau die Hälfte, 15 cm lang, für die beiden Seiten. Und das sind übrigens, wenn ihr die nachkaufen möchtet, 18 mm Rohre. Ihr könnt die leider nicht im Baumarkt schon so zuschneiden lassen. Das könnt ihr aber selber machen mit so einem Rohrschneider. Den kriegt ihr auch im Baumarkt, kostet 20 Euro. Und dann fangt ihr an und legt euch das am besten schon mal so zurecht, wie ihr das dann später kleben möchtet. Wir machen das nämlich mit Sekundenkleber. Und dann braucht man noch so Verbindungsstücke. Und diese Verbindungsstücke, die heißen übrigens Muffen. Ich habe den eigenen Namen gegeben. Ich nenne den Ryan. Und hier, das ist der Tiki. Also es ist die T-Muffe. Also ihr braucht Ryans und Tikis dafür. Am einfachsten ist es, wenn ihr euch das einmal vorsteckt. Also wenn ihr das so macht und schon mal das alles verklebt, ist es sehr einfach, nämlich den zweiten Teil einfach nur noch ranzusetzen. Dann kleben wir jetzt mal. Und was ihr vielleicht euch noch besorgen könnt, ist wie so ein kleiner Spachtel. Da könnt ihr dann nämlich noch in die Muffe, in den Ryan schön den Kleber verteilen. Dann am besten so ein bisschen einmal drin bewegen, dann verteilt sich nämlich der Kleber richtig schön. Die Seite ist fertig. Das heißt für uns, wir brauchen nur noch die andere Seite zusammenzubauen und dann setzen wir beide Teile zusammen und dann haben wir schon das zweite Gestell. Geht auch schnell, ne? Guck mal hier. Jetzt habt ihr beide Teile verbunden und dann ordentlich drücken. Könnt ihr auch nichts kaputt machen, also keine Sorge. Und dann habt ihr es im Grunde. Das ist dann ein Teil eures Gestells. Ihr habt ja das zweite dann auch schon. Jetzt brauchen wir die Bretter. Und ich fange mal am besten mit dem Brett ganz oben an, also das sozusagen Deckbrett. Das habe ich hier schon auf Länge gebracht, also schon zugeschnitten. Das braucht ihr jetzt dann eines der Gestelle. Und ihr braucht diese Freunde, die nennen sich Schellen. Dann dreht ihr euch das Brett einmal auf links, nehmt das Gestell, das ist ja oben. Also das ist die obere Fläche, deswegen drehen wir das jetzt einmal um und nehmen die Schellen. Die Schellen legt ihr euch da so drauf. Dann braucht ihr natürlich wieder euren Akkuschrauber. Nehmt bitte Schrauben, die relativ kurz sind. Ihr seht es ja, kurz, weil Brett schmal. Und das kann sozusagen die Schraube dann nicht bis durch die Decke durchgebohrt werden. Deswegen bitte die kurzen nehmen. Das macht ihr jetzt mit allen Seiten. Und so sieht das Ganze jetzt schon aus. Schon ganz schön, wie ich finde. Aber es fehlt ja noch ein Teil, nämlich das zweite Brett. Und jetzt kommt die Stelle. Ich drehe es schon mal um. Dann seht ihr es nämlich, wo es ein bisschen tricky wird. Wie ihr seht, muss man im Grunde dieses zweite Brett schwebend schrauben. Weil man hat ja nichts, wo es drauf liegen kann. Aber auch da könnt ihr euch weiterhelfen. Und zwar folgendermaßen. Ihr nehmt eure Schelle und nur auf einer Seite erstmal und schraubt die hier vorne in der Innenseite schon mal ein bisschen an. Die Schelle könnt ihr anheben. Und jetzt passt das Rohr nämlich schon so dazwischen. So. Dass es schon fast hält. Dann die äußere Seite schrauben. Das war die letzte Schraube. Und fertig ist er. Der selbstgebaute Nachttisch aus Brettern natürlich und diesen schönen Kupferrohren.
kriegt man so auf gar keinen Fall in irgendeinem Möbelladen. Also richtig schön individuell. Für noch mehr Home and Living abonniert einfach diesen Kanal hier, holt euch die Six App oder ihr schaut ganz einfach Boom My Room.